So, da sind wir wieder. Ich habe mich jetzt hier versteckt und da habe ich gedacht, die letzten 57 Meter, da brauche ich auch nicht mehr auf die Aufnahme warten. Oder sind es überhaupt Meter? Ich weiß nicht, da steht keine Maßeinheit dran. Ja, in der letzten Folge wurden wir ja ganz schön von den Templern verarscht. Das habe ich natürlich nicht kommen sehen, weil ich schon mal durchgespielt habe. Ich muss gestehen, ich war aber erstmal wirklich ein bisschen überrascht. Kann ich bitte da rein? Danke. Es war eine Falle. Ich hörte, es gab Tumulte beim Begräbnis. Was ist geschehen? Robert de Sable war nicht dort. Er hat jemand anderes an seiner Stadt geschickt. Er hat mich erwartet. Ihr müsst zu Al-Mualem. Wir hatten keine Zeit. Sie sagte mir, wohin er will. Wenn ich nach Maisyaf zurückkehre, könnte er Erfolg haben. Und dann würde er uns vernichten. Wir haben die meisten seiner Männer getötet. Er kann keinen offenen Angriff führen. Wartet. Sagtet ihr sie? Ja. Es war eine Frau. Seltsam, ich weiß. Aber dafür haben wir keine Zeit. Wir müssen uns auf Robert konzentrieren. Wir mögen seine Reihen geschwächt haben, aber der Mann ist gerissen. Er trägt seinen Fall Richard und Salah al-Din vor, um sie gegen einen gemeinsamen Feind zu vereinen. Gegen uns. Das müsst ihr falsch verstanden haben. Das ergibt keinen Sinn. Diese Männer würden nie... Oh doch, das würden sie. Und es ist unsere Schuld. Die Männer, die ich tötete. Männer beider Seiten des Konflikts. Wichtige Männer für beide Führer. Roberts Plan ist ehrgeizig, aber er macht Sinn. Und er könnte aufgehen. Seht doch, Bruder, die Dinge haben sich verändert. Ihr müsst nach Masyaf zurück. Ohne Erlaubnis des Meisters können wir nichts tun. Es könnte die Bruderschaft gefährden. Ich dachte, ihr hättet das nunmehr begriffen. Versteckt euch nicht hinter Worten, Malik. Ihr führt unser Credo und seine Dogmen wie ein Schild. Er verbirgt etwas vor uns. Etwas Wichtiges. Ihr habt mich gelehrt, dass man nichts wissen kann, nur vermuten. Nun, ich vermute, unser Kampf gegen die Templer geht tiefer. Wenn ich mit Robert fertig bin, reite ich nach Masyaf, auf das wir Antworten erhalten. Aber vielleicht könntet ihr schon vorgehen. Ich kann die Stadt nicht verlassen. Dann mischt euch unters Volk. Befragt die Diener der Männer, die ich tötete. Findet heraus, was ihr könnt. Ihr habt scharfe Augen. Vielleicht seht ihr etwas, das mir entgangen ist. Ich weiß nicht. Ich muss darüber nachdenken. Tut, was ihr müsst, mein Freund. Aber ich muss gen Arsur aufbrechen. Jeden Moment, den ich zögere, gewinnt unser Feind an Boden. Ja, dann lass mich durch die Tür gehen. Das werde ich. Versprochen. Kann ich jetzt gehen? Danke. So. Jetzt müssen wir uns ausnahmsweise mal wirklich beeilen, denn wir müssen jetzt sogar ins Königreich. Ich wüsste jetzt aber gerne, welchen Ausgang ich nehmen soll. Gehen wir einfach mal da unten raus. Ja, den Ausgang habe ich noch nie genommen. So, das ist, glaube ich, das... Ja, nee, es ist ja, seit Ewigkeiten das erste Mal, dass wir wieder ins Königreich müssen. Ups, darüber springen. Da. Ja, wir müssen uns jetzt beeilen, nach, wie hieß die Stadt nochmal, zu gehen, um halt diese ziemlich kluge Intrige vom Robert de Sable zu verhindern, und gleichzeitig stimme ich dem Altair zu. Also klar, ich habe das Spiel schon durchgespielt und weiß es daher schon, aber der Al-Mualim verhält sich wirklich manchmal ein bisschen merkwürdig, und ich glaube, wir würden die Bruderschaft mehr dadurch gefährden, wenn wir jetzt nicht schnell handeln, als dadurch, dass wir schnell handeln. Ups. Ja, doch, klapp, ich muss gerade mein Volk retten. Aus dem Weg! So. Gleich bin ich da. Entschuldigung. Egal, ich ignoriere es mal. Aha. Hallo? Hi. Oh. Hi. So, und jetzt schnell raus. Wiedersehen. Und zwar will ich ins Königreich. Will die mir alle hinterherrennen. Bei einem Faustkampf schreiten die Wachen nicht ein.
Das ändert sich, sobald sie... Ach, danke. Ja, mit dem Pferd. Ich muss mich beeilen. Und ja, ich vermute mal, ich muss in die einzige Stadt, die mir hier gerade angezeigt wird. Könnte ich sogar noch... Ja, ich nehme die Aussichtspunkte mit. Oder nee, wisst ihr was? Ich ignoriere die Aussichtspunkte. Ich gehe direkt nach Asso. Meine, klar, Aussichtspunkte sind schön und gut, aber... Das mache ich dann einfach, wenn ich auch die ganzen anderen Nebenmissionen mache. Lasst ihn nicht entkommen, er wird nicht entkommen. Bling, bling, bling. Das Einzige, was toll wäre, dann könnte ich vielleicht eine Abkürzung wissen. Soweit, so gut. Aha, wenn man, solange man reitet, können die einen eigentlich nie einholen. Ich weiß noch nicht mal, ob die sich einem überhaupt in den Weg stellen können, wenn man reitet. In Brotherhood geht es, aber ich weiß nicht, ob es hier schon geht. Beeil dich mal ein bisschen. Ich hab's eilig. Ich muss meinen Orden retten und die Welt und überhaupt. Und den Frieden im Heiligen Land verhindern. Bisschen schneller. Bin ich ja richtig? Ja. Rechts oder links ist eigentlich scheißegal. Gehe ich lieber rechts. Das scheint mir ein bisschen kürzer zu sein. Das hier ist jetzt die letzte Mission vor der Haupt... Nee, wenn ich jetzt letzte Mission sage, dann ist das Finale. Ah, ich überlege gerade... Ehrlich gesagt überlege ich gerade, ob ich den Folgentitel letzte Mission nennen kann. Wisst ihr was, ich nenne ihn einfach die letzte Mission, auch wenn es vielleicht nicht so ganz die letzte Mission ist. Ups, hier rum... Sie können einen eindeutig aufhalten, aber sie kriegen das nicht immer hin. So, man muss nur kurz stehen bleiben. Hi, Templer. Hallo? Bin ich hier noch richtig? Wo zum Henker bin ich hier lang geritten? Bin ich hier richtig? Nein, überhaupt nicht. Okay, ich... Wenn ich so drüber, genauer drüber nachdenke, komme ich zum Schluss, es ist vielleicht gar nicht mal so schlecht gewesen, mir den Aussichtspunkt zu synchronisieren, einfach damit ich jetzt wüsste, wo zum Henker ich lang reiten muss. Mal ehrlich, ich reite im Kreis. Ich muss hier gleich irgendwo links abbiegen. Hier. Ja, hier ist richtig. Benüsse versucht mich dort aufzuhalten. Oh, Flagge. Sammle ich später ein. Kling, 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 kling. Nerv mich nicht, du dummes Symbol. Entschuldigung. Ja, ja. Tötet mich. Aber später, bitte. Und links rum. So. Und weiter, und weiter, und weiter. Und das war's dann. Auf zur letzten Mission. Auch wenn es nicht die letzte ist. Töten Sie einige Ihrer Verfolger, um... Hört mal mit. Epische Musik. Hallo, was macht ihr da oben? Hallo Bogenschützen. Das kostet dich den Kopf. Okay. Gut, kämpfe ich halt.
Runter mit dir. Runter mit dir. Runter mit dir. Darf ich jetzt weitergehen? Leitern sind langweilig. Okay, ich nehme die Leiter. Gut, komm. Schön, das erstmal von dem Blatt verbergen. Darf ich jetzt darauf gehen? Ja, endlich. Und weiter geht's. Da. Der nächste. Danke. Da ist noch einer. Waren das alle? Ich hoffe es. Danke. Und weiter geht's. Hallo, komm zur Sache. Und du noch. Danke. Wir wissen schon, wie man so eine letzte Mission gestaltet. Ohne genauere Begründung 1000 Gegner in den Weg schmeißen. Und vor allem so viele unterschiedliche Missionen. Hier, warte. Ich schmeiße einfach wieder von der Klippe. Das macht Spaß. Und mit dir. Also geht's auf. Und weiter. Oh, danke. Oh, ganz viele tote Templer. Das ist ja toll. Den da erledigen, den nächsten. Komm. Sorry, dass ich gerade mal wieder wenig kommentiere. Ich muss mal wieder ein bisschen überlegen. Wisst ihr was, ich renne einfach mal ein Stück vor. Ja, ja. Habe ich mir irgendwie schon gedacht. Okay, dann war Vorrennen doch keine gute Idee. Der nächste bitte. Wolltest du die richtige Taste drücken?
Also dafür, dass Gott auf deiner Seite ist, habe ich gerade ein bisschen viel leichtes Spiel mit deinen Freunden. Und der nächste. 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 Auch wenn es Kettenattentate in dem Spiel noch nicht gibt. Ich tue mal so, als würde es sie schon geben. So. Einmal schon habt ihr ihn verloren. Lasst ihn nicht noch. Jetzt muss ich gegen die kämpfen. So. Komm. Danke, komm, komm. Danke. Und weiter geht's. So, komm. So. Man muss sagen, die sind doch deutlich stärker als die anderen, finde ich. Also, man kann sagen, was man will, aber in dem Spiel zumindest dürften die Kreuzfahrer eigentlich den Kreuzzug gewonnen haben. Naja. Weiter geht's. Die nächste Gruppe Feinde. Kommt nicht näher. Haltet ein. Ich überbringe eine Botschaft, keinen Stahl. Ihr bringt die Kapitulationsbedingungen? Das wurde auch Zeit. Nein, ihr missversteht. Al-Mualem sandte mich, nicht Salah al-Din. Ein Assassine? Was hat das zu bedeuten? Und sputet euch! Es gibt einen Verräter in eurer Mitte. Er hat euch gedungen, mich zu meucheln? Und euch daran zu weiden, bevor ihr zustoßt? Ich bin kein so leichtes Opfer! Nicht ihr seid mein Ziel. Er ist es. Dann sprecht, dass ich mir ein Urteil bilde. Wer ist der Verräter? Achso. Muss nach vorne gehen, natürlich. Lalalalalala. Robert de Sable. Mein Adjutant. Wer ist Adjutant? Was ist ein Adjutant? Ihr findet dafür andere Worte. Ihr sind auf Rache gegen eure Leute für das Übel, das ihr in Akkon angerichtet habt. Und ich neige dazu, ihn zu unterstützen. Einige meiner besten Männer wurden von euch ermordet. Ich war es, der sie tötete, und aus gutem Grund. Hört mich an. Wilhelm von Montferrat. Er wollte Akkon mit seinen Truppen erobern. Garnier von Nablus. Er setzte seine Fertigkeiten ein, um andere zu indoktrinieren und manipulieren. Siebrand. Er wollte den Hafen blockieren, um euch vom Nachschub aus eurer Heimat abzuschneiden. Sie haben euch betrogen und sie erhielten ihre Befehle von Robert. Erwartet ihr, dass ich euren Worten Glauben schenke? Ihr kanntet diese Männer besser als ich. Seid ihr ernstlich überrascht, von ihren üblen Absichten zu erfahren? Ist das wahr? Mein Lenzherr, der Mann ist ein Assassin. Diese Kreaturen sind Meister der Manipulation. Natürlich ist es nicht wahr. Packt die Kamera irgendwie rum? Und doch tut ihr es. Fürchtet ihr etwa um eure kostbare Festung? Kann sie der gemeinsamen Macht der Sarazenen und der Kreuzfahrer widerstehen? Meine Sorge gilt den Bewohnern des Heiligen Landes. Wenn ich mich opfern muss, um Frieden zu stiften, dann soll es geschehen. Wir befinden uns hier in einer sehr seltsamen Lage. Jeder beschuldigt den anderen. Wir haben keine Zeit für so etwas. Ich muss Salada treffen und uns seiner Hilfe versichern. Je länger wir zögern, desto schwerer wird es. Wartet, Robert. Warum? Was habt ihr vor? Sicher wollt ihr das nicht glauben. Eine schwere Entscheidung, die ich nicht alleine treffen kann. Ich muss sie jemand Weiserem überlassen. Danke. Nein, Robert, nicht euch. Wem sonst? Dem Herrn. Es soll durch einen Zweikampf entschieden werden. Gott steht sicher auf der Seite dessen, der die Wahrheit spricht. Wenn das euer Wunsch ist? Das ist es. So sei es. Zit Blanc, Assassin.
Ich glaube, da hat jemand die Bedeutung des Wortes Zweikampf nicht verstanden. Mal ehrlich. Ein Zweikampf. 5 gegen 1. Der fairste Zweikampf, den ich jemals erlebt habe. Vor allem, ich weiß gerade gar nicht, wer von denen jetzt Robert Sarr ist. Achso, der. Moment. Kann ich kurz? Nein, kann ich nicht. Kann ich jetzt kurz? Nein. Na, schade. Ich will einfach nur kurz das Adler. Nee, ich kann das Adlerauge nicht starten. Der nächste. Oh, das ist Robert Sarr, glaube ich. Ja, das ist er. Kritischer Zustand. Gut. Tja, da habe ich wohl den Zweikampf verloren. Leitern sind eine akzeptable Art, Dächer zu. Ja, ich weiß, ich überziehe, aber das kann ich ja jetzt noch zu Ende machen. Mal ehrlich. Also, ich kann zwar verstehen, dass sie mich mit mehreren angreifen, aber dann soll doch davor nicht extra noch gesagt werden, Zweikampf. Irgendwie habe ich gerade deutlich weniger Leben als vorhin und das macht mich nervös. Und ich meine, vorhin hatte ich schon keine Leben mehr. Naja, ich muss hoffen, dass ich jetzt schnell genug kriegen kann. Wenn ich es wenigstens schaffe, ein bisschen was zu recken, bin ich ja schon froh. Ah, oh. Komm. Wow, doch nicht mal, wenn ich es gewinne, darf ich. Okay. Au. Ah. Wählen Sie im Kampf. Weißt du, ein Zweikampf. Okay, aber vorher muss ich noch 10 andere ausschalten. Ist hier noch gar nicht bei, stimmt. Tatsache. Komm. Komm. Danke. Hallo. Jetzt sieht es lebenstechnisch schon ein bisschen besser aus, aber ich will mal nicht. Ich will den Tag nicht vorm Abend loben, sagen wir es so. Kann ich welche darunter schubsen? Na schade. Nicht mal meinem Hobby darf ich hier nachgehen.
Und das ist, glaube ich, sogar schon der letzte, oder? Wenn man dann spontan natürlich nochmals 10 Leben abzieht. Okay, es waren 4. Trotzdem. So. Jetzt bin ich bereit für den Kampf. Ich kann nicht mal schnell genug zur Versteckung Klinge wechseln. Danke. Es ist vollbracht. Eure Pläne, wie auch ihr selbst, aufgehalten. Ihr wisst nichts von den Plänen. Ihr seid eine Marionette. Er betrog euch, mein Junge, so wie er mich betrog. Drückt euch klar aus, oder gar nicht. 9 Männer solltet ihr töten, ja? Die 9, die das Geheimnis des Schatzes kannten. Und weiter? Es waren nicht 9, die den Schatz fanden, Assassine. Nicht 9, 10. Ein 10. Niemand darf das Geheimnis kennen und leben. Gebt mir den Namen. Oh, ihr kennt ihn gut. Und ich bezweifle, dass ihr sein Leben so willig beenden würdet, wie das meine. Wer? Es ist euer Meister, Al-Mualim. Aber er ist kein Templer. Habt ihr euch nie gefragt, woher er so viel weiß? Wie viele wir waren? Wo wir sind? Wonach wir trachteten? Er ist der Meister. Oui, Meister der Lügen. Wir sind nur 2 weitere Bauern in seinem Spiel. Und nach meinem Tod bleibt nur ihr. Ob ihr wohl überlebt, bei allem, was ihr wisst? Mich interessiert der Schatz nicht. Ah, aber ihn schon. Der einzige Unterschied zwischen ihm und mir ist, dass er nicht teilen will. Nein. Ironisch, oder? Dass ich, euer größter Feind, euch vor Schaden bewachte. Und nun nehmt ihr mein Leben und beendet damit zugleich das eure. So. Darf ich jetzt gehen? Gut gekämpft, Assassine. Es scheint, Gott stand heute auf eurer Seite. Gott hatte damit nichts zu tun. Ich war der bessere Kämpfer. Ah, vielleicht glaubt ihr nicht an ihn, aber er glaubt an euch. Bevor ihr geht, habe ich eine Frage. Dann stellt sie. Warum? Warum reist ihr so weit? Riskiert euer Leben wohl 1000 Mal, um einen einzelnen Mann zu töten? Er bedrohte meine Brüder und das, wofür wir stehen. Ah, Vergeltung also? Nein, nicht Vergeltung. Gerechtigkeit, um dem Frieden den Weg zu bereiten. Ach, dafür kämpft ihr. Frieden? Seht ihr nicht den Widerspruch? Mit einigen Männern kann man eben nicht reden. Wie mit diesem tollen Hund Saladin. Mich dünkt, er würde ebenso gerne diesen Krieg beenden wie ihr. Das hörte ich. Aber ich sehe es nicht. Auch wenn er es nicht sagt, es ist Volkes Wille. Sarazener wie Kreuzfahrer. Das Volk weiß nicht, was es will. Deshalb wendet es sich an Männer wie uns. Dann liegt es an Männern wie euch, das Rechte zu tun. Unsinn. Von Geburt an schreien und treten wir. Gewaltsam und unberechenbar. So sind wir halt. Und können es nicht ändern. Nein, wir sind, was wir zu sein wählen. Euresgleichen. Immer spielt ihr mit Worten. Ich spreche die Wahrheit. Es steckt keine Finte dahinter. Das werden wir bald sehen. Doch ich fürchte, euer Wunsch wird sich heute nicht erfüllen. In diesem Moment streckt dieser Heide Saladin meine Männer nieder und ich muss ihnen beistehen. Aber wenn er erkennt, wie verletzlich er ist, überdenkt er seine Taten vielleicht. Ja, vielleicht ist bald möglich, wonach ihr euch sehnt. Ihr wart nicht sicherer als er. Vergesst nicht, die Männer, die an eurer Stadt regierten, sie hätten euch nicht länger gedient als unbedingt erforderlich. Ja, dessen bin ich mir bewusst. Dann verlasse ich euch jetzt. Mein Meister und ich haben viel zu bereden. Es scheint, auch er ist nicht ohne Fehl. Er ist ein Mensch. Genau wie wir alle. Genau wie ihr. Friede sei mit euch alle Zeit.
So, da habe ich mal den König von England als guten Kumpel. Okay. Und ich beende jetzt auch mal die Folge, denn wir sind bei 30 Minuten. Andererseits will ich jetzt gerade die Cutscene noch mitbekommen. Ach egal, Moment, ich drücke diese Taste und dann. So, sehen wir die beim nächsten Mal. Tschüss.